Ich werde nochmal einen Satz speichern. Ah, der 2, jo. 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 Wir fortsetzen. Hm. Ich glaube nicht, dass ich die Lasertürme so einfach jetzt wegbekomme. Nein. So, vielleicht in der Hoffnung, dass sie von unten hochschmeißen können. Nein, 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 komm zurück. Das kann ich eigentlich nur so machen. Ich kann eigentlich die Zeit, ganze Zeit nur poken. Ich kann nur die ganze Zeit poken. Anders geht's halt nicht. Also reinpieken, zack, zack. Ich glaube, muss man hier runter, da rein. Nee, geht ja auch nicht. Dann komme ich hier raus. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ihr habt immer noch Spaß. Gut, es kann auch sein, dass ich hier dann weiter muss. So, der muss noch. Alter, mein Sterntyp. So. Er muss halt erstmal wieder alle heilen. Das geht auf jeden Fall immer vor, zurück. Bis Micron. So. Kurz wieder zurück. Dann haben wir den nämlich gleich kaputt. Ich weiß, das ist gerade so eine Mission, wo... was mich wirklich sehr viel gekostet hat, war dieser Ansturm von den Raketenwerfern. Das hätte ich vielleicht ein bisschen besser regeln können, in Sachen, dass ich halt nur die Infanterie da vorne schicke und dann nachher die Titans und die Werwölfe hinterher ziehe. Aber ja gut. Ist jetzt halt nun mal so. Aber jetzt müssen wir es halt so durchspielen, dass wir es halt wirklich nochmal einigermaßen durchbekommen. So, der braucht noch ein, zwei Granaten, dann ist das Ding tot und dann ziehen die beiden mir wenigstens nicht insgesamt so viel ab. Und ich will natürlich jetzt versuchen, diese Mission durchzubekommen, ohne sie nochmal neu anzufangen. So, das sieht gut aus. So, das Ding müsste eigentlich gleich kaputt sein. Jo. Wow, das war verdammt knapp. Huiuiui. Das heißt, wir können aber immer einen Satz speichern. Alter, ich habe den einen Typen schon sterben sehen. Als nächstes muss ich dann gucken, wie ich hier hinkomme. Wahrscheinlich hier rüber. Oder man kommt hier hoch. Mal schauen. So. Als nächstes werden die Dinge erstmal kaputt gemacht. Na, kommt hier auch wieder irgendwas hochgeschossen. Das wäre für mich natürlich sehr, sehr fatal, wenn hier... Na super. Macht ihr Schaden da drin? Ja. Okay, dauert nur relativ lange, aber wir machen Schaden besser als... Weil wir machen nicht genug Schaden an so einen... Ja, Strommasten. Dass wir da halt gegen diese Reparatur halt ankommen. Ich hoffe immer noch, dass ich so ein bisschen... bisschen Verstärkung bekomme. So. Dankeschön. Das heißt, Einsatz speichern. Wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen Verstärkung. Einsatz fortsetzen. Vielleicht bin ich es auch komplett falsch angegangen. Vielleicht hätte ich auch... ist okay. Vielleicht hätte ich auch... erst die ganzen Relaisstationen kaputt machen müssen und dann hier oben angreifen, weil es halt so eine Armada ist, oder so eine kleine Streitmacht. Da oben, oder Verteidigung besser gesagt, ist. Weiß ich jetzt halt im Endeffekt nicht. Im Nachhinein ist man so klüger. Wie gesagt, ich habe es halt schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich kann mich an diese Mission so überhaupt nicht mehr erinnern. Ja, bitte. Cyborg zur Stelle. Ja, bitte. Alles klar. In Ordnung. Alles klar. Kann von oben runterschmeißen. Ding wird aber repariert, das heißt, es ist für uns... komplett unrelevant. Hoi. Das Ding da weiter zu attackieren. Ich werde den Werwolf jetzt mal nutzen.
Um ein bisschen zu scouten. Dann komme ich hier hinten irgendwie hoch. Das finde ich natürlich top. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Leute. Okay, komm hier an der Seite hoch, alles klar. Perfekt. So, somit sollten wir auch die Mission dann gleich fertig haben. Einsatz speichern hat natürlich ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber naja gut. Man hat natürlich, oder ich musste natürlich mit den Ressourcen ordentlich haushalten, die ich halt hatte. Wie gesagt, leichte Einheiten können natürlich da ganz normal drüber laufen. Und die schweren, wie gesagt, wie ein Titan oder Disruptoren oder ähnliches, würden halt direkt drauf gehen. Oder die Grenadiere kommen. Sollte ehrlich gesagt eigentlich nicht so das Problem sein. So, erstmal ein bisschen mittiger hinstellen, dass in der Hoffnung, dass da auch ein bisschen Schaden rausgeht. Der Titan, na, es könnte vielleicht reichen, dass er halt nicht so viel Schaden einsteckt. Aber es ist im Endeffekt auch relativ, weil die paar Sekunden haben wir jetzt auch noch, um das zu machen. So, eine Mission werde ich wahrscheinlich nochmal machen. Anderthalb Stunden wollte ich halt erstmal aufnehmen. Ich habe noch ein bisschen was anderes zu machen. Und da ist der Einsatz erfolgreich. Sehr schön. Und ja, ich hätte wirklich die Relaisstation kaputt machen müssen, um halt dann ein bisschen effizienter oben gegen die Radarstation dagegen zu gehen. Gut, ist halt nun mal so. Mission Nummer 6 durch. Und jetzt haben wir halt die offizielle Mission Nummer 5 oder so. Ich habe keine Ahnung. So. Trattos wird in einem Gefängnishospital in diesem Sektor gefangen gehalten. Vermeiden Sie es, entdeckt zu werden und befreien Sie Trattos aus dieser Anlage. Sobald er draußen ist, kommt ihn ein Transporter abholen. Nachdem Trattos in Sicherheit ist, können Sie alle Nordtruppen in der Gegend ausschalten, um weitere Experimente zu verhindern. Ja, sollte jetzt natürlich ein bisschen einfacher sein wohl. Gefechtskontrolle wird übergeben. Okay. Bitte warten. Das Krankenlager ist im Westen. Okay. Ach so. Stimmt. Oh, das ist natürlich geil. Einsatz speichern. Ne, das können wir hier auf Adler GI wieder speichern. Wir haben jetzt nämlich Spezialeinheiten. Einmal einen Sniper, dann einmal einen Heavy. Und ich weiß gar nicht, was das andere war. Ich weiß gar nicht, was er konnte. War er ein Heiler oder sowas? Wie man sieht. Er ist halt ultra stark. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was der Typ konnte. Ich glaube, der müsste ein Dieb gewesen sein. Irgendwie ein Fahrer oder sowas. Ja, super. Das Ding wird uns wahrscheinlich jetzt verraten. So, normalerweise müsste er vorgehen. Ah, das Ding kann uns relativ egal sein. Das müsste nämlich die gute Dame gewesen sein, die wir gerettet haben. Da hat man doch gehört, dass die... Ja, gut. Ja, da kommst du halt nicht weiter. Ich glaube, die Hunde dürften... Beziehungsweise der Hund... Genau, er ist ein Fahrer. Okay. Und die dürfte uns nämlich jetzt nichts mehr machen, weil wir halt die Dinge sind. Genau, weil wir halt zu den Leuten da gehören. Das ist natürlich für uns sehr, sehr super. So, einmal Einsatz speichern. Weil die Hunde darf man halt nicht überhaupt nicht unterschätzen. Das Wort zu hören. Da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. So. Gehen jetzt mal mit dem Typen hier an der Seite vorbei. Würde ganz gerne das Ding hier kaputt machen. Schon verstanden. Ja, schon verstanden. Das
Nee. Jederzeit, jederzeit. Achso, nee, ist ein bisschen doof. Fuck, ich hätte da ein Moped umbauen können. So. Zack. Ich weiß halt nicht, kann ich da durchschießen? Ich hoffe mal, das wäre natürlich sehr, sehr geil. So. Der Hund ist halt alleine so bockstark. Und man kann die Leute, ich weiß ja nicht, ob die das auch können, im Tiberium wieder heilen. Ich glaube, das konnten die hier. Wir sind nämlich auch schon fast da. Einsatz speichern. Ich glaube, das waren die Leute, die sich auch im Tiberium heilen konnten. Ich halt nur per Dingens rangehen, das ist natürlich sehr, sehr, sehr schlecht. Ich probiere es jetzt ganz kurz mal aus und schicke die mal an Tiberium rein, dass die halt gucken sollen, hey, pass auf, geht oder geht halt nicht. Ich werde jetzt kurz mal da hochfahren, man sieht zwar, dass da die Brücke zu Ende ist und es geht hier auch definitiv weiter. Da könnte ich jetzt noch drauf schießen. Mache ich jetzt auch mal mit dem Buggy. Und man sieht, die regenerieren sich halt nach einer Zeit im Tiberium. Hundi müsste es eigentlich auch können. Nona? Ja, nein, vielleicht. Nee, Hundi kann es nicht. Doch, da. Er braucht halt nur relativ lange, um sich zu regenerieren. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt hier halt weitergehen. Das ist halt so eine kleine Spezialität gewesen. So. Wir müssen natürlich jetzt erstmal ein bisschen warten, dass das Ding hier vielleicht mal ein bisschen Schaden macht. Vielleicht macht Hundi sogar noch was an Schaden. Nee, Hundi macht nichts an Schaden. Das heißt, wir müssen damit halt dann einfach warten, bis das Fahrzeug drumrum gefahren ist. So. Das dauert natürlich extrem lange gerade. Also, habe ich gerade gespeichert? Ich weiß es nicht. Kann das sein? Ja, kann sein. Vor 2 Minuten. Hervorragend. Einsatz fortsetzen. So. Nein. Und einmal weg. Klack. Und jetzt machen wir natürlich alles andere noch. Interessant, dass man hier nicht durchgehen kann. Weil für mich sieht es halt wirklich so aus, als ob es halt funktioniert. Wir werden jetzt hier alles einmal kaputt machen. Ich glaube, wenn mein Buggy kaputt geht, ist der Typ nicht tot. Da verlieren wir leider unseren Hund. Ich glaube, da wird er dann halt automatisch wieder rauskommen. So. Ich weiß, ich habe gerade vor 1 Minute gespeichert, aber ich würde es halt noch ganz gerne mal speichern. Wie gesagt, ich weiß halt nicht. Es kann der einzige Absturz gestern gewesen sein. Der war, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich speichere lieber einmal öfter, als den ganzen Kram nochmal nachzuspielen. Oder nachspielen zu müssen. So. Der Kollege geht da drauf. So, in der Hoffnung, dass ich da wirklich ein bisschen was an Schaden mache. Sehr schön. Tötet alle Gefangenen. So, das ist jetzt kein Problem. Wir müssen halt einfach nur jetzt fix mal am besten alles kaputt machen, ohne dass der Typ stirbt. So. Ich weiß noch gar nicht, was ich ganz genau machen muss. Ich werde gleich nochmal reingucken. Die Zeit reicht auf jeden Fall. So ist es nicht. Das ist für uns relativ gut. Wir können uns hier nochmal ganz kurz aufhalten, die Cyborgs. Ja, wenn sie sterben, hinterlassen halt dementsprechend ein bisschen was. In Sachen. Sag schnell. Tiberium. Was wir halt sehr, sehr gut ausnutzen können. So. Die Zeit sollte eigentlich reichen. Ich guck nochmal ganz kurz in der Einsatzziele nach.